So, meine Freunde, ich bin's, euer Seat. Was geht? Dieses Mal mit einem Commentary, das eine, was ich aufgenommen habe. Ja, war nicht ganz so geil, das war ein Epic BG, da hatte ich ein Disconnect, beziehungsweise eine Latenz von über 1000 auf einmal, weshalb sich im Spiel überhaupt nichts mehr geregt hat, dementsprechend neuer Versuch. Und wir befinden uns mit meinem Shadow in Eye of the Storm und das sind einmal meine Talentpunkte. Ich kann euch die gerne, wenn ich es nicht vergesse, unten in die Videobeschreibung dann packen und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich habe einen Item-Level von 3,79 angelegt. Ich habe zwei hergestellte Items. Das ist einmal sind einmal die Beine als auch der Gürtel. Ich habe ein eine PvP-Gegenstandsstufe von 419. Ah, so. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und dann schauen wir mal. Ah, so. Nicht wundern, wieso der Drache unten links ist. Das ist einfach. Ja. Erstens, ich mag Drachen. Ich finde Drachen cool. Und zweitens, müsst ihr ja jetzt nicht unbedingt sehen, was unten im Chat abgeht. Dementsprechend nimmt es mir nicht übel. Und dementsprechend seid willkommen. Wir haben im Gegnerteam 2, 4, 5 Marksman-Jäger. Da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Drei Retris. So. Natürlich kommen hier jetzt auf einmal die ganzen Fallen. Wir versuchen hier natürlich irgendwie einmal irgendwie rein zu eskaladen. Na, so, zapp. Ne. So, jetzt müsste ich natürlich auch nur irgendwie einmal alles richtig treffen. Na, so, zapp. Jetzt müsste ich irgendwie nur nach vorne kommen, ohne dass der Retri mir an den Eiern hängt. Na, natürlich werde ich hier auf mein Trinket direkt wieder gestunt. Wir versuchen hier irgendwie noch ein bisschen Damage anzubringen. Aber irgendwie wird das gerade nicht ganz so was. Ah, wir werden hier richtig hart zurückgedrängt. Wir werden hier nochmal gestunt. Den Krieger können wir exekuten. Sehr schön. Und der Retri, der hat es aber auch mit mir, ne? Ich schwöre es euch. Die Retris, keine Ahnung, was deren Mission ist, aber ah, die haben wirklich ein Problem mit mir. Ah, genauso wie der Dämonenjäger, aber der verzieht sich auch schon. Wir Masterspell einmal unten rein, können einmal die Bubble runternehmen, können ihn einmal stunnen. Können hier noch einmal redotten, können hier einmal Mindgames nicht draufcasten, können aber hier einmal verschlingende Seuche nachdotten. Und dann sollte der Parler da hinten auch schon den Dots erliegen. Ah. Wir müssen auf jeden Fall wieder reinpushen, ansonsten ist das BG schneller vorbei, als wir gucken können. Der Hunter hat Turtle raus, das heißt, den Hunter können wir gleich sehr gemütlich einmal runterschmeißen. Ja, so. Wir können einmal probieren, ob wir da hinten den Parler einmal übernommen kriegen. Ja, der ist aber natürlich. Wie soll's auch anders sein? Okay. Vergesst das, meine Freunde. Ich bin erstmal wieder raus hier. Ah, so, wir ziehen uns nochmal den Geso hinterher. Aber irgendwie haben die Leute hier mehr Bock, uns zurückzudrängen, als wir die. Dementsprechend müssen wir hier irgendwie mal gucken, dass wir hier mal rauskommen aus dem Zerg, ohne dass uns irgendwelche Hunter da hinten beschießen, die natürlich 100 Kilometer Reichweite haben. Ah, ohne dass wir die hier einmal auf die Nerven kriegen. So, zapp, wir können hier einmal unsere Dev-CDs anschmeißen, versuchen, dass wir den Hunter noch gefinisht kriegen. Ah, so, zapp. Natürlich, wie heilt der Hunter sich? Wie? Tell me wie? Ah, ey, ist doch lächerlich, Alter. Ey. Lass mich mal gucken, haben wir da irgendwelche Primate-Gruppen dabei? Ah, lass mich einfach mal gucken. Ah, haben wir hier irgendwelche? Ja, Blackrock, 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 Blackrock.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute von BlackRock. Herzlichen Glühstrumpf. Und ich, wenn ich Solo reinqueue, muss natürlich immer das Glück haben, dass ich mit irgendwelchen Premade-Bastarden zusammen queue, weil sie halt alleine nichts geschissen kriegen. Alter, das fuckt so hart ab. Na, das glaubt ihr nicht. Ja. Ja. Natürlich, der Hunter ist einfach wieder voll. Er ist einfach wieder voll, Mann. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich hier verarschen oder was? Natürlich, ich hämmer F2, um den Hurensohn zu stunnen, aber es interessiert ihm einen feuchten Kehricht, Alter. Es ist zum Kotzen. Ja, es ist zum Kotzen. Ich schwör's euch. Ja. Er rennt da frohfröhlich an mir vorbei, aber hey, interessiert niemanden. Vergesst es. Natürlich muss der Retri mir wieder hinterherrennen. Ja, verpiss dich, Alter. So, dann gucken wir mal, können wir irgendwie dem Krieger hier mal behilflich sein. Wir können den einmal stunnen, können hier einmal rein. Ah, so, zap. Können hier einmal drauf dotten. Wir können einmal hier trinketen. Natürlich hat er jetzt wieder seinen Drecksheiler im Arsch, Alter. Ah, so. Ey, es ist doch nicht mehr witzig. Und meine Leute, die machen halt keinen Schaden, Mann. Was ist denn hier los, ey? Oh, Mann. Was soll der Scheiß? Ah, das ist wie im RBG, ah? Alter. Ja. Unholy war ja klar, dass der Schaden macht. Ja, komm her, Dreckshunter. Schieß doch eh gleich wieder über die halbe Map. 3, 2, 1. Oh, ein Wunder, er trifft mich nicht. Ich werd verrückt. Er hat mich tatsächlich nicht getroffen. Ja, obwohl, hey. Ja, es ist ja auch kein Russe. Ja. Russen können ja eh irgendwie merkwürdigerweise immer und alles. Ah, ah. Zap. Ah, ah. Wupp. Wir versuchen hier einfach frohfröhlich reinzudotten, noch gute Laune zu behalten. Den Hunter da hinten stammen wir einfach mal. Wir verrecken hier jetzt gleich, weil der Unholy einfach auf mir steckt, als ob ich irgendwie ein Keksfrühling wäre oder sowas, keine Ahnung. Ah, so, zap. Können natürlich hier irgendwie noch versuchen, ein bisschen Schaden zu machen, aber ich glaube, das BG ist definitiv schon rum, weil einfach der Damage bei uns so miserabel und scheiße ist, dass wir hier einfach nichts gekillt kriegen, selbst wenn wir es versuchen wollen würden. So. Ah, so, zap, zap. Zap. Ja, was können wir machen? Wir können jetzt hier noch versuchen, doof rumzuzergen, was wir natürlich auch machen. Und der Dekan wieder an mir sittet, als ob ich irgendwie ein Kotelett in der Fresse hätte. Ich habe keine Ahnung, was deren Mission hier ist. Das sage ich euch so, wie es ist. Ja. Viel kannst du halt auch als Shadow alleine nicht ausrichten, weil du halt einfach ein Opfer bist, wenn da, keine Ahnung, 70 Dreckshunter auf dir rumsitten, ey. Ja. So, wie jetzt schon wieder, keine Ahnung, der chillt irgendwo in Usbekistan, aber kann schon auf mich raufschießen, ohne dass ich irgendwie die Möglichkeit hätte, auf ihn zu connecten. Der hier, der Retri kriegt erstmal Mindgames plus Siphon. Der andere Retri kriegt einen Silence. Wupp. Ah, können da hinten einfach mal kurz nochmal reindotten. Wupp. Ah, ja, na klar. Natürlich hat der Retri wieder Ranks, Alter. Ich kotze gleich. Und natürlich Bubble, weil es natürlich nichts anderes gibt. Und jetzt verpisst euch, Alter. Ja. So. Zap. Weil egal, was wir machen, wir kriegen halt hier auf die Schnauze. Ihr seht es ja. Also es ist halt wirklich ein absolutes Trauerfest hier. Und wir sterben jetzt, weil wir halt einfach
Der Damage von uns ist absolut unterirdisch. Ihr seht, ich bin Platz 1 mit 6,6 Millionen und dann der nächstbeste kommt mit 3,7 Millionen. Also können natürlich mal auf die Heilung gucken. Ich bin Vierter in der Heilung. Wir haben natürlich einen Hildodo, der pumpt relativ gut, aber könnte natürlich auch besser sein. Der Mistweaver, naja, der Distzi auch. Dafür, dass ich Shadow bin und 4 Millionen geheilt habe. Es sagt jetzt nicht besonders viel darüber aus, wie unsere Heiler hier gerade sind. Wir werden halt hier einfach absolut abgefarmt und das ist halt wirklich nicht gerade geil. Ja, so, zap. Natürlich muss der DK, wo ich gerade auf ihn wechseln will, AMS anhaben, weil alles andere wäre natürlich auch zu langweilig. Ja, bis dann den Drecks Hunter da einfach mal. Ja, so, jetzt haben wir unsere Procs, sehr schön. Können hier irgendwie nochmal versuchen, ein bisschen Damage anzubringen. Aber ich glaube, das BG ist definitiv rum. Ja. 7 Millionen Schaden. Danach kommen 1, 2, 3, 4, 5 Allianzler. Und dann kommt erst die Horde. Also der Damage war grauenhaft. Wir können mal gucken, was hat bei mir so gesehen den Hauptdamage gemacht. Vampirberührung natürlich mit bis zu 40k Hits. Schattenwort Schmerz. Verschlingende Seuche bis 43k. Leeren Eruption oder Leeren Blitz mit 70k. Schattenhafte Erscheinung Strahlenkranz mit einem 40k Hit. 23k Hits mit Leeren Eruption. 33k Gedankenstachel. Ja. Also da waren schon ein paar schöne Hits dabei. Aber ich gehe einfach mal davon aus, man hätte es auch besser spielen können, wenn der Damage natürlich auch besser gewesen wäre. Deswegen, ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich dafür, dass ihr euch diese Shitshow euch angetan habt. Und dementsprechend macht es gut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und tömedö.